Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Willkommen, guten Abend zu den Tagesthemen, die heute in Schweden beginnen. Denn dort gewinnt die regierende Partei die Parlamentswahlen und doch könnte die Politik im Land künftig eine andere werden. Nach ersten Prognosen dürften die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson stärkste Kraft geworden sein. Doch an zweiter Stelle liegen die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, die wohl dafür sorgen, dass die politischen Blöcke, Linke und Konservative, extrem knapp beieinander liegen. Gehen wir zu Christian Blenker nach Stockholm, dort bei der Party der Sozialdemokraten. Christian, wie sind die aktuellen Zahlen? Also Wahlnächte in Schweden sind traditionell lang und derzeit sind gerade mal 2/3 aller Stimmen ausgezählt worden. Und es bestätigen sich so ein bisschen die Umfragen der vergangenen Tage. Die Sozialdemokraten können damit rechnen, dass sie stärkste Kraft werden mit etwa 30 Prozentpunkten. Aber der Herausforderer von den Moderaten, der Konservative, wird Dritter ungefähr mit 19 Prozentpunkten. Und er wird überholt von den Schwedendemokraten. Das sind die Rechtspopulisten hier in Schweden, die weit über 20% liegen. Also wirklich einen Erdrutschsieg hier eingefahren haben. Und jetzt geht es eben darum, welches Lager die Nase vorn hat. Auch da ist es extrem eng. Ein Mitte-Links-Bündnis, das Magdalena Andersson, die Ministerpräsidentin, gerne hätte, hat nur einen Hauch die Nase vorne vor einem bürgerlichen Lager, das aber die Unterstützung der Schwedendemokraten bräuchte. Das gab es bislang in Schweden noch nicht. Christian, und dass die Rechtspopulisten so stark sind, wie ist das zu erklären? Also die Parteien haben über viele Themen gestritten, aber insbesondere um das Thema Einwanderung und Kriminalität. In den Vorstädten der großen Städte in Schweden gibt es einen Bandenkrieg, der einfach nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Und dieses Thema hat quasi die Schwedendemokraten beflügelt. Magdalena Andersson, die Ministerpräsidentin, hat versucht, selbst mit einem etwas rechteren Kurs hier Punkte klarzumachen und Punkte zu gewinnen. Sie hat auch gefordert, mehr Polizei, härtere Strafen. Aber insgesamt muss man sagen, hat dieses Thema den Schwedendemokraten voll in die Karten gespielt. Und sie beanspruchen jetzt auch eine Regierungsbeteiligung. Ob das so kommen wird, wird man in den nächsten Tagen sehen. Mhm. Vielen Dank für die schnellen Informationen, Christian Blenker. Ich hoffe, Sie haben ihn gut verstanden. Wir entschuldigen uns so ein bisschen für die wackelige Tonqualität. So, in Russland wurde heute auch gewählt, Kommunalparlamente. Eine Wahl, die allerdings weniger spannend ist, da eine ernstzunehmende Opposition erst gar nicht zugelassen war und deren Vertreter im Gefängnis sitzen. Und so sendet Russland heute diese Bilder in die Welt. Seht her, wir feiern uns und unsere Hauptstadt, die heute Geburtstag hat. Dass die russischen Truppen im Osten der Ukraine gerade in einigen Gebieten in die Flucht geschlagen wurden und die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen mehr Gebiete eingenommen haben soll als die russische Armee seit dem April, das wird hier genauso schön geredet wie unliebsamer Protest. Aber immerhin, es gibt ihn und er wird ein wenig lauter. Ina Ruck. Das Ehepaar Jaschin auf dem Weg zur Wahl. Sie gehören zu den wenigen, die sich zu sagen trauen, dass sie die Opposition wählen. Denn sie haben, sagen sie, kaum noch was zu verlieren. Ihr Sohn Ilja, ein bekannter Oppositionspolitiker, sitzt seit dem Sommer in Untersuchungshaft. Natürlich wählen wir hier mit gedrückter Stimmung. Absolut keine feierliche Wahlstimmung. Ilja ist in Haft. Aber wählen ist unsere Pflicht. Und selbst wenn sie unsere Stimmen, die Stimmen gegen die Staatspartei, nachher einfach nicht mitzählen, sie sehen doch, dass wir dagegen sind. Immerhin, dass viele dagegen sind. Gegen diesen Albtraum, der am 24. Februar begonnen hat. Ilja Jaschin, ihr Sohn, hat schon mehrere kurze Haftstrafen hinter sich. Nun wirft man ihm Diskreditierung der Armee vor. Bis zu 10 Jahre drohen ihm. Ilja kritisiert nicht nur den Krieg, er greift auch Putin direkt an, wie hier bei einem Prozess im Mai. Diskreditieren heißt doch, Vertrauen zu untergraben. Ich vertraue Präsident Putin nicht. Und der Sinn meiner politischen Arbeit ist es, die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass er gegen die Interessen unseres Landes handelt. Kritik an Präsident oder Armee ist nicht erwünscht. Nachrichten von der sogenannten Spezialoperation sind immer gute Nachrichten. Heute, erinnert der Sprecher, sei doch der Tag des Panzerschützen. Und gerade Panzerbesatzungen hätten bei der Umgruppierung
Gruppierung Heldentaten vollbracht. Umgruppierung, so nennt man hier das, was für die ganze Welt wie ein Rückzug aussieht. Doch der Jubelton ändert sich, wenn auch nur vorsichtig. Etwa bei Margarita Simonyan, die Chefin einer staatlichen Medienagentur, Hardlinerin in Sachen Ukraine, postet jetzt Durchhalteparolen und leise Kritik. Still beten müssen wir jetzt, schreibt sie, und den Unmut unterdrücken. In St. Petersburg wollen gleich mehrere lokale Abgeordnete ein Verfahren wegen Landesverrats gegen Putin initiieren, weil sie den Krieg falsch finden. Nun soll es erstmal ein Verfahren gegen die Abgeordneten geben, aber ihre Kritik ist in der Welt. Am Freitag war Ilja Jaschin wieder vor Gericht. Es geht um die Verlängerung der U-Haft. Seine Eltern sind da, doch sehen können sie ihn nur kurz, denn die Richterin entscheidet, die Öffentlichkeit auszuschließen. Alle müssen den Saal nach wenigen Minuten verlassen. Diesmal soll niemand Jaschins scharfe Kritik hören. Seine U-Haft wird bis November verlängert. Zurück nach Deutschland und zur Energiekrise. In die Diskussion über die Entlastungspläne der Regierung hat sich jetzt auch Bundestagspräsidentin Baas eingeschaltet. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Die SPD-Politikerin sagte der Bild am Sonntag, sie habe sich mehr Zielgenauigkeit zugunsten von Menschen mit wenig Einkommen gewünscht, um für sie die schlimmsten Auswirkungen von Inflation und hohen Energiekosten weiter abzufedern, müsse die Koalition gegebenenfalls nachlegen. SPD-Chef Klingbeil sagte im ARD-Sommerinterview, die Regierung müsse in die Märkte eingreifen und dafür sorgen, dass Gas bezahlbar sei. Am Tag der Wohnungslosen hat Bundespräsident Steinmeier gemeinsam mit seiner Frau ein Projekt der Berliner Stadtmission besucht. Später empfing er Betroffene und Experten im Schloss Bellevue. Steinmeier forderte mehr Engagement gegen Obdachlosigkeit. Die Zahl der Wohnungslosen drohe in den kommenden Monaten weiter zu wachsen. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland mehr als 300.000 Menschen ohne ein Zuhause. Javier Marías gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller Spaniens. Nun ist er 70-jährig an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte sein Verlag heute mit. Marías bekanntester Roman, Mein Herz so weiß, hat auch in Deutschland viele Leser gefunden. Seine insgesamt 16 Romane wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Tausende Menschen in Schottland haben der verstorbenen Queen Elisabeth II. Respekt gezollt. Der Wagen mit ihrem Leichnam erreichte am Nachmittag Edinburgh. Am Abend wurde der Sarg in die dortige königliche Residenz gebracht. Der neue König Charles III. Reist morgen in die schottische Hauptstadt. Nach der Zeremonie in England gestern riefen heute auch die drei anderen Länder des Vereinigten Königreichs, Schottland, Nordirland und Wales, Charles zum neuen König aus. Es ist einer jener Konflikte, die immer wieder in Vergessenheit geraten und uns doch etwas angehen, nicht zuletzt, weil von dort viele Menschen fliehen in Richtung Europa. Äthiopien versinkt in Gewalt und Chaos. Dabei hatten sie dort große Hoffnungen gesetzt in ihren Premier Abiy Ahmed, der wegen seiner Reformen sogar den Friedensnobelpreis erhielt. Doch aus dem Friedensstifter wurde der Feldherr eines nun schon 2 Jahre andauernden Bürgerkriegs. Heute ist Neujahrsfest in Äthiopien, eigentlich ein Tag der Freude und der Hoffnung. Doch selbst die, so hat Norbert Hahn erfahren, geht den Menschen langsam verloren. Sie gehen von Haus zu Haus und singen Lieder. Die Kinder tragen gute Wünsche zum äthiopischen Neujahrsfest in die Nachbarschaft, vor allem den Wunsch nach Frieden. Später feiern sie zu Hause mit ihrer Familie. Alemito Alemu feiert dieses Jahr nicht. Als wir sie im vergangenen Jahr trafen, hatte sie noch Hoffnung, ihren Sohn wiederzusehen. Inzwischen ist aus der Angst traurige Gewissheit geworden. Als Soldat der nationalen äthiopischen Armee ist er gefallen, an der Front im Norden. Ich möchte während der Feiertage nicht zu Hause sein. Ich gehe irgendwo hin, um nicht depressiv zu werden. Wenn er hier wäre, dann wäre ich in Feststimmung gewesen. Er war ein gutes Kind. Er fiel im Kampf gegen die Truppen der aufständischen Region Tigray. Vor fast 2 Jahren hat der Konflikt zwischen der Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront Tigrays begonnen. Nur ein paar Monate hielt ein Waffenstillstand.
Im Kern geht es um die Frage, wer in Tigray das Sagen haben soll, die dort gewählte Volksbefreiungsfront oder Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed. Der erhält jetzt im neu entflammten Krieg militärische Unterstützung aus dem autokratisch regierten Nachbarland Eritrea. Inzwischen sind Zehntausende gestorben und Millionen geflohen. Der Krieg nährt den Hunger und lähmt die Wirtschaft. Und doch, es ist ein Konflikt, für den sich in Europa keiner interessiert. Unverständnis beim Experten. Dieser Krieg ist wahrscheinlich das zweitgrößte humanitäre Problem weltweit nach der Ukraine. Und es könnte noch schlimmer kommen, auch weil Äthiopien ein Land mit mehr als 115 Millionen Menschen ist. Mehr Leiden bedeutet womöglich mehr Flüchtlinge, auch für Europa. Gespräche über einen erneuten Waffenstillstand sind bisher jedenfalls gescheitert. Für Alemito Alemu und die Menschen auf beiden Seiten bleibt der Wunsch nach Frieden erstmal ungehört und der Neujahrstag ohne frohe Botschaft. Und wir kommen zum Sport und der Fußball-Bundesliga, in der Union Berlin das absolute Überraschungsteam bleibt, Andreas Keck. Ja, und das hätten wohl auch die überzeugtesten Union-Fans nicht zu träumen gewagt. Nach dem 1:0 heute in Köln führen ihre Eisernen erstmals überhaupt die Tabelle an. Und das, nachdem Mannschaften wie die Bayern oder Leipzig schon zu den Gegnern zählten an den ersten 6 Spieltagen. Die Berliner, sie sind ganz offensichtlich zu einem ernstzunehmenden Spitzenteam der Liga gereift. Eins, für das auch der vorher noch ungeschlagene 1. FC Köln kein wirklich gefährlicher Gegner ist momentan. Es klingt schon komisch. Tabellenführer Union Berlin. Aber es ist eindeutig verdient nach diesem starken Auftritt. Auch wenn ein 1:0 ein knappes Resultat ist, ich glaube doch cool runtergespielt. Respekt und Harmonie vor dem Spiel zwischen Baumgart und Fischer, den beiden Trainern. Und dann geht's gleich ganz schnell los mit dem Toreschießen für Union. Die Führung in der 4. Minute ist ein wenig glücklich, weil Hübers den Schuss von Becker perfekt abfälscht. Also Eigentor, Keeper Schwäbe überrumpelt. Es läuft anfangs alles gegen den FC. Handspiel gepfiffen von Schiri Cortus. Komische Entscheidung. Baumgart gar nicht mehr so entspannt wie vorher. Doch Jordan scheitert an Schwäbe, weil der einfach cool wartet und dann zupackt in der 10. Minute. Der FC in der Bundesliga noch sieglos gegen Union, weiter schwer in der Bredouille. Erneut Geraldo Becker, der Ball wieder im Netz der Kölner, nach nicht mal einer Viertelstunde. Das Tor hält der Prüfung nicht stand. Abseits Becker. Der FC wird trotzdem ordentlich durchgeschüttelt, auch wenn Union eine Kleinigkeit zum 2:0 fehlt. Wie sie spielen, aus meiner Sicht auch gerade in den ersten 30 Minuten, war das Beste, was ich lange gesehen habe. Und wir haben da halt keine Lösung gehabt. Immerhin kommen die Kölner mit viel Dampf aus der Pause, mit Tempo und mit Meiner, der aber an Grill hängen bleibt. Das alles 2 Minuten nach dem Wechsel. Köln probiert viel. Die Unioner zeigen immer mal wieder, warum sie oben stehen. Weil sie oft klug spielen. Weil wenig zufällig passiert. Auch wenn Kapitän Trimmel hier Pech hat in der 58. Minute. Der FC hat aber auch kein Glück. Kilian muss nach einem taktischen Foul vom Platz, gelb-rot in der 81. Minute, danach geht nichts mehr. Und so heißt der Sieger fast logisch Union Berlin. Wichtig ist, dass wir erstens gut gespielt haben und zweitens gewonnen haben. Und die faire Gratulation vom Verlierer gibt's natürlich auch noch. Auch nach der Partie heute bleiben die Gladbacher sowas wie der Lieblingsgegner des SC Freiburg. Immerhin sind die Badener jetzt seit 15 Heimspielen ungeschlagen gegen die Borussia. Und auch wenn das 0:0 diesmal bedeutete, dass das Team von Christian Streich die Rückkehr an die Tabellenspitze verpasst hat, wirklich unzufrieden war nach der Partie keiner in der Freiburger Arena. So viel Freundlichkeit auf einmal gibt es einfach nur nach einer schiedlich, friedlich und auch gerechten Punkteteilung. Wenn man 1:0 verloren hätte, wäre ich auch mit dem Spiel zufrieden gewesen. Die Zuschauer haben die Mannschaft sind aufgestanden und haben applaudiert nach dem Spiel. Das hatte Grund. Wir haben am Donnerstag hier ein brutal schwieriges Spiel gehabt und haben Spiele jetzt gegen Gladbach, die ausgeruht sind. Und spiele dann so ein Spiel. Torlos leider das Ganze, aber eine äußerst intensive Partie über 90 Minuten. Beide Mannschaften mit starker, kämpferischer Leistung. Ja, wir tanzen nur auf dem Tisch, wenn wir 3 Punkte haben nach dem Spiel. Das steht fest. Aber ja, es war definitiv ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Ergebnis für uns. Wir haben ja auswärts beim Tabellenführer gespielt. Und der Liga Primus ganz in Rot begann die Partie mit einer starken Szene durch Doan.
Gespielt waren gerade mal 2 Minuten. Aber auch die Gäste zeigten, mit welchem Selbstvertrauen sie in den Breisgau gereist waren. Neuhaus scheitert an Flecken. Vor allem in der ersten Hälfte beide Teams mit viel Tempo. Mönchengladbach allerdings mit mehr Ballbesitz und der nächsten guten Möglichkeit. Aber Freiburgs Keeper Flecken bleibt Sieger gegen Thüram. Eine Phase, in der die Lockerungsübungen des Freiburger Trainers nachvollziehbar waren. Aber auch das zweite Duell Flecken gegen Thüram ging an den Torhüter des Sportclubs. Ich glaube, die Torhüter haben heute einen guten Tag erwischt. Und wenn es dann halt so am Ende kommt, dann nehmen wir den Punkt sehr gerne mit. Das Lob für seinen Gladbacher Torhüterkollegen allemal berechtigt. Auch Jan Sommer, wie hier gegen Jong, für sein Team der Garant für diesen Punktgewinn. Ja, zu Null ist für einen Torwart immer schön, für eine Mannschaft immer gut. Das heißt, dass wir gut verteidigt haben, sehr kompakt, mit sehr viel Intensität, gute Mentalität gehabt auch heute. War ein intensives Spiel. Und am Ende wollte das gegenseitige Herzen gar kein Ende nehmen. Hauptsache nicht verloren, das glückliche Fazit beider Teams. Ja, und so sieht die Tabelle aus nach dem 6. Spieltag. Union Berlin an der Spitze, dahinter Freiburg, die Bayern, Hoffenheim, Dortmund und Mainz. Köln jetzt 7. vor Gladbach. Leipzig auf Rang 10 geklettert, Wolfsburg auf dem Relegationsplatz. Leverkusen vorletzter, Bochum noch ohne jeglichen Punktgewinn. Die deutschen Basketballer müssen weiter um einen ihrer Besten bei der Heim-EM bangen. Franz Wagner droht weiter für das Viertelfinale gegen Griechenland auszufallen, nachdem er im Spiel gegen Montenegro gestern umgeknickt war und sich den Knöchel verstaucht hatte. Bundestrainer Gordon Herbert geht davon aus, dass morgen die Entscheidung fällt, ob der NBA-Profi der Orlando Magic am Dienstag spielen kann. Und Max Verstappen hat den großen Preis von Italien in Monza gewonnen und ist dem nächsten WM-Titel mittlerweile ganz nah. Der Formel-1-Weltmeister im Red Bull gewann heute vor Charles Leclerc im Ferrari und Mercedes-Pilot George Russell. Für Verstappen war es der 5. Sieg in Folge und der 1. in Monza. Max Verstappen. Verhaltener Applaus und vereinzelte Buhrufe bei der Siegerehrung zum großen Preis von Italien. Unsportliches Verhalten einzelner Fans dem Gewinner gegenüber. Zunächst sieht es nach einem sehr guten Rennen für Ferrari aus. Charles Leclerc verteidigt die Führung und bestimmt die ersten Minuten. Nach dem technischen Ausfall von Sebastian Vettel kommt es zu einer virtuellen Safety-Car-Phase. Weil Ferrari auf einen frühen Reifenwechsel setzt, übernimmt Verstappen die Führung. Mit unterlegenem Material zeigt Mick Schumacher auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza eine starke Leistung und landet knapp hinter den Punkterängen auf Platz 12. Ich nehme es gerne an und das feuert das Team natürlich noch mehr an, um jetzt in den nächsten und den letzten 6 Rennen nochmal Vollgas zu geben. Aus Sicherheitsgründen wird das Feld hinter dem Safety Car ins Ziel geführt. Keine Chance mehr für Charles Leclerc, Max Verstappen nochmal attackieren zu können. Der Niederländer gewinnt. Das ist natürlich schön. Das erste Mal natürlich auf dem Podium auch. Super Tag. Mit seinem 11. Saisonsieg, dem 5. in Folge, rückt Verstappen damit der Formel 1 WM-Titelverteidigung einen deutlichen Schritt näher. So, und wir kommen noch schnell zu einer ganz schrägen Sache. Dieser ehemalige Wehrturm hält seit heute einen Weltrekord. Das Wahrzeichen der Gemeinde Gau-Weinheim, unweit von Mainz, ist jetzt offiziell beglaubigt der schiefste Turm der Welt. Da kann sich der schiefe Turm von Pisa ohnehin schon lange nicht mehr Spitzenreiter so krumm machen, wie er will. Der viereckige Kollege in Rheinland-Pfalz neigt sich weit mehr als 1 Grad tiefer gen Erde als der in Italien. So, dann sollte jetzt bei Carsten nicht schief gehen, hoffentlich. Wie wird's Wetter? Das hoffe ich auch. Das Wetter wird sehr interessant in der nächsten Woche, denn wir starten überall in Deutschland recht warm, aber dann geht es runter mit den Temperaturen Richtung Herbst. Die Wärme kommt morgen sogar im Norden Deutschlands an. Hier der Trend von Hamburg. Immerhin gemäßigte 22 Grad werden dort möglich sein, aber dann geht es runter und am nächsten Wochenende werden wir wahrscheinlich Temperaturen im Bereich zwischen 14 und 16 Grad haben. Im Süden Deutschlands wird es deutlich wärmer, Beispiel München. Dort werden es sogar 26 bis 28 Grad Höhepunkt der Erwärmung. Dort dann am Dienstag, eventuell auch noch Mittwoch. Aber auch dort werden die Temperaturen gehörig nach unten sinken. Das Wetter
ist auch sehr unterschiedlich. Wir starten am Montag, morgigen Montag, überall trocken. Der erste Regen fällt in leichter Form am Dienstag und dann kommt der Mittwoch, auf den müssen wir genauer schauen, auch vor allem morgen und übermorgen bei den nächsten Wetterberichten, denn wir sehen hier die Andeutung, dass es sehr kräftige Regenfälle, und zwar in Rheinland-Pfalz, im Saarland, Baden-Württemberg, im Norden Bayerns geben kann, zum Teil auch mit heftigen Gewittern und da, wo es gelb ist, durchaus mit lokaler Überschwemmungsgefahr. Wie gesagt, in den nächsten Tagen gucken wir da genauer drauf. Erstmal zum entspannten Wetter der nächsten 24 Stunden. In der Nacht bildet sich ab und zu ein bisschen Nebel. Dieser Nebel löst sich morgen auf und dann wird es verbreitet sonnig. Es bleibt morgen trocken. Im Norden ziehen ab und zu ein paar Wolkenfelder entlang. Die Temperaturen liegen nachts bei recht kühlen 6 bis 12 Grad. Tagsüber im Nordosten 19 bis 21, sonst 23 bis 27 Grad. Am Dienstag wird es im Süden sogar bis zu 29 Grad warm. In der Mitte dann schon erster Regen, dickere Wolken. Und dann kommt der Mittwoch mit Achtungszeichen und häufigem Starkregen. Danke, Carsten, und tschüss. Hier macht jetzt Titel, Thesen, Temperamente weiter mit den Filmfestspielen in Venedig. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit Ingo Zamperoni an dieser Stelle. Und wir drei wünschen Ihnen eine gute Woche. Oder zumindest ein